Der Loreley-Felsen. Seit mehr als 200 Jahren Sehnsuchtsort sowohl der Deutschen als auch von Romantikern aus aller Welt. Und auch wenn man heute die Felsspitze betritt, scheint es oft, als würde zwischen den Windgeräuschen und dem Gurgeln des Rheins die leise Stimme der ebenso schönen wie tödlichen Zauberin Loreley erklingen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die tückische Strömung unterhalb des Felsens wurde vor allem im Mittelalter vielen Schiffen zum Verhängnis. An keiner anderen schiffbaren Stelle des Flusses hat sich der Strom derart tief und gleichzeitig schmal in das Gestein gegraben. Die Folge sind Strudel und ungewohnt starke Strömungen im ohnehin schon gefährlichen Rhein. Wurden im Mittelalter noch Zwerge oder Naturgeister für die ungestüme Natur verantwortlich gemacht, so entstand im 19. Jahrhundert die Sage von der ebenso schönen wie tödlichen Zauberin Loreley. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Es war der Schriftsteller Clemens Brentano, gebürtig aus Ehrenbreitstein bei Koblenz, der erstmals eine weibliche Gestalt zum Protagonisten des, so die mittelhochdeutsche Übersetzung, schreienden Felsens machte. Seine Loreley war eine überirdisch schöne Zauberin, die sich aus Liebeskummer und von der Verhaftung bedroht vom Felsen stürzt, ebenso die ihr bereits unrettbar verfallenen Verfolger. Das tragische Schicksal inspirierte seine Zeitgenossen zum Weiterspinnen der Sage. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Loreley getan. Ob Nymphe oder Zauberin, spätestens seit Heinrich Heines Loreley-Gedicht von 1824 ist der Loreley-Felsen schließlich untrennbar mit der gleichnamigen lyrischen Sagengestalt verbunden und avancierte damit zum Bezugspunkt zahlloser Dichter und Romantiker. Seit 2019 hat nun der neu gestaltete Landschaftspark auf dem Felsplateau eröffnet. Lange Jahre hatte die eigentliche Felsspitze in einem Dornröschenschlaf verbracht. Nun erstrahlt der zum Teil 100 Jahre alte Baumbestand in neuem Glanz. Überall finden sich Hinweise und Erklärungen zum Felsen und seinem Mythos. Der Landschaftspark selbst ist komplett barrierefrei gebaut und kostenfrei. Lediglich Parkgebühren können anfallen, es sei denn, Sie nutzen einen der zahlreichen Wanderwege, wie beispielsweise die Loreley-Extratour oder aber die nächstgelegene Rheinsteigetappe.